Hallihallo liebe Leute, und jetzt bekämpfen wir den Kuchen in Marymore bei Super Mario RPG. Ja, in diesem Kampf ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die Schwarzwälder im Auge behalten. Im Prinzip können wir die beiden Tortes, interessanter Name vor allem für die Typen hier, können wir die im Prinzip in Ruhe lassen, weil wenn wir die angreifen, wird das eh nichts bringen. Kleine Demonstration, es sieht nichts ab. Deswegen einfach euer Ziel auf die Torte werfen, solange ihr könnt. Im Prinzip muss man hier echt nicht mehr machen. Einfach nur auf die Torte draufhauen, draufhauen und draufhauen. Nein, wir hören nicht auf. Auch wenn ihr drum bittet. Wir müssen diese Torte aufhalten. Denn die hat ein Gesicht. Das ist nicht gerade sehr... sehr normal, sag ich jetzt mal. Ich meine, wie würdet ihr das? Okay, wenn man es so sieht, Kindertorten haben ja gerne mal ein Gesicht und so, aber nicht dieser. Vor allem erst richtig, wenn sie sich bewegt. Klopf, klopf. Autsch, autsch. Was machst du? Schifftorte. Der Kuchen bewegt sich. Wo denn? Was? Das tut er nicht. An die Arbeit. Ich hab's doch gesehen. Stopp, halt. Ja, ihr habt was gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Diese Torte ist nämlich ein bisschen fragwürdig. Wahrscheinlich hat sie sich nur bewegt, weil wir sie so oft getroffen haben. Einfach so ein Wackelkontakt. Ich glaube, der Typ hat wirklich einen Knick in der Optik. Oder auch nicht? Klopf, klopf. Autsch, autsch. Fass nun. Chef Torte, der Kuchen bewegt sich. Red nicht mehr davon. Nein, wirklich. Warum sollte ich lügen? Weil du dumm bist. Da, er bewegt sich nicht. Okay. Er bewegt sich doch. Der Kuchen lebt. Renn. Ich hatte recht. Toll, dafür kannst du dir leider auch nichts kaufen. Und dann vor allem gehen die Kerzen an. So, jetzt kommen wir zum richtigen Kampf hier. Blast diese Kerzen aus. Das müssen wir wirklich tun. Wir müssen jetzt sozusagen oft genug auf diese Torte draufhauen. Denn sobald diese Kerzen aus sind, haben wir dieses Ding nicht besiegt, aber... Weiß ich gar nicht mehr, was genau da passiert. Oh nein, das gibt's ein Wegelied! Mit einer sehr tollen Super Mario Melodie, die jeder eigentlich kennen dürfte. So, aber wir hauen weiter drauf. Wir müssen die Kerzen auspusten, damit nicht jeder Treffer bringt. Naja, nicht jeder Treffer, sondern... Es kommt auf die Schadenspunkte an, wie viel Kerzen ausgepustet werden. Na, das war jetzt natürlich sehr lasch. Und wieder ein Sandsturm. Und jetzt gibt's Blizzard. Mann, ist das kalt. Aber wenn ich mal überlege, wie kalt es momentan hier die Temperaturen sind, dann ist es schon ziemlich krass. So, aber Geno, du kriegst erstmal einen Pilz. Du darfst mir nur nicht wegsterben. Ach ja, und man darf nicht vergessen, sobald dieser Kuchen angreift, kriegt er natürlich wieder eine Kerze zurück. Deswegen draufhauen, draufhauen und draufhauen. Okay, das kam hinterhältig. Ich dachte jetzt schon, Geno wäre erledigt, aber gut. Hat er das doch noch überlebt? Na Gott sei Dank, los Bowser. Schnapp es dir. Oder eher gesagt, Mampfer, schnapp es dir. Ess diese Kuchen alle. Okay, und nun sind die Kerzen ausgepustet. Leider bringt das doch nicht allzu viel. Und Geno ist weg. Moment, das ändern wir mal. Wir lassen ihn mal aufstehen. Ich meine, ich habe 6 Muttermacher, also wird Zeit, dass ich mal einen einsetze hier. Vielen Dank. Ja, Geno. Immer wieder gern. Jetzt muss ich nur wieder gucken, dass ich diese Kerze hier wegkriege. Ah, immer diese Sandstürme. Okay, jetzt kommt Blizzard. War klar. Gibt zwar nicht allzu viel Sinn, dass ein Kuchen gerade blizzern kann oder überhaupt ein Sandsturm, aber... Naja, wir lassen es einfach mal so stehen. Oh, Bowser, du kommst auch nochmal auf die Beine. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche, Mario ist auch bald erledigt sich gerade. So, jetzt gibt's aber erstmal Kerzen weg. Okay. Dann wird es diesen Kuchen jetzt schlechter gehen. Wunderbar. Der Kopf ist auf jeden Fall schon mal weg und Mario hat es auch umgehauen. Wird Zeit für den nächsten Muttermacher. Jetzt geht's hier an den Kragen.
Jetzt ist nämlich nur noch der Tortenboden da und ich habe sogar einen Umsatz gekriegt. So. Schnapp es dir und fress diesen Kuchen alle. Okay, Mario, ich würde sagen, es ist Zeit für den Supersprung. So, mal schauen. Na gut, das war nicht wirklich sehr gut. Aber immerhin, wir haben genug Schaden gemacht. Solange ich genug Schaden mache, bin ich zufrieden. Und Mampfa, ess den Rest. Okay, es reicht noch nicht. Naja, wenigstens muss ich mich jetzt nur noch um diesen unteren Teil kümmern. Wobei, den sollt ihr eigentlich lieber aufessen, statt zu bekämpfen. Okay, das war scheiße. Oh Mann, ob ich das mit diesen 100 Sprüngen noch hinkriege? Vielleicht warten wir kurz. Das ist Boosters Hochzeitskuchen. Er wäre sauer, wenn wir ihn probieren. Okay. Ja, jetzt stellst du dich also auf den Kuchen. Hey, Nummer 1. Wo ist der Kuchen? Du stehst drauf, Blindfisch. Mit 70%iger Wahrscheinlichkeit ist das Ding unter dir ein Kuchen und du fängst genauso an wie Fei. Das Ding ist ein Kuchen? Okay, wie isst man sowas? Versuch mal deinen Mund draufzulegen und dann zu kauen. Ich sage, wir kochen ihn. Nummer 2, was meinst du? Viel zu schmutzig. Warum verschlingst du ihn nicht? Was? Mit einem Bissen? Das ist leichter gesagt als getan. Komm, Booster. Du kannst es schaffen. Bitte weit öffnen. Meine Nerven liegen brach. Als hätte ich vergessen, das Seil vor einem Bungee-Jumping festzubinden. Hier kommt er. Halt, stopp. Bewegt sich der Kuchen? Nein, das ist nur Illusion. Konzentration, Sir. Ich versuch's. Und weg ist der Kuchen. Köstlich. So lecker, dass ich heulen möchte. Du tust es sogar schon. Glückwunsch, Sir. Die Heirat ist jetzt offiziell vorüber. Vielen Dank, Leute. Das bleibt aber geheim. Gehen wir. Vielen Dank, dass ihr uns den Kuchen beseitigt habt. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Irgendwann. Und wir haben den Kampf geschafft, Leute. Dafür gibt es 25 Erfahrungspunkte, dass die den Kuchen aufgegessen haben. Egal, Bowser hat Level 10. Das heißt, wir können endlich ein bisschen wieder was aufstufen. In dem Fall die HP. Wunderbar. Das war wundervoll. Mario, du bist mein Retter in strahlender Rüstung. Oh, wie süß. Endlich, gehen wir nun. Was für ein Tag. Kannst du es glauben? Achso, nee. Was für ein Tag. Kannst du es glauben? Ich heirate fast dieses Ding. Ah, nee. Das hat sie gesagt. Okay, also doch. Aber hoffentlich heiratet mich mal jemand. Ja, Mario stellt sie bereit. Toadstool, Prinzessin des Schwammelreichs, nein, Pilzkönigreichs, schließ dich an. Bring sie ja sicher zurück. Soll ich das? Einen Moment, Leute. Okay, kann weitergehen. Yay, ach, ist das toll. Immer wenn man einen Anruf kriegt, immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. So, jetzt aber noch eine kleine Erklärung, weil ich das ein bisschen falsch gesagt habe, mit den Sachen, die man hier aufsammeln muss von Peach. Das ist nämlich zeitlich bedingt, was man halt für eine Kurzszene bekommt. Je nachdem, wie viele Kerzen hier sozusagen angezündet sind, dementsprechend kriegt man auch eine entsprechende Kussszene. Also sprich, wenn ich jetzt so schnell war wie hier, mit diesen zwei Kerzen, dann kommt auf jeden Fall die Kussszene mit Peach. Wenn je nachdem mehr Kerzen angezündet werden, die kommen ja immer nach und nach. Das kann man auf jeden Fall auch, glaube ich, bei meiner letzten Aufnahme ein bisschen hören, die Kerzenanzündungen. Das hört man so teilweise, wenn die angezündet werden. Und wenn sie halt hier ganz oben sind, dann hat man auf jeden Fall, glaube ich, die Kussszene, dass Bowser und Booster jeweils Mario küssen. Ich meine, das war irgendwie so. Insgesamt gibt es da wohl 4 Sequenzen. Wenn man das so richtig interpretiert. Egal. So, dass ich auf jeden Fall die richtige Erklärung jetzt habe, anstelle meiner falschen Erklärung, weil ich dachte, das wäre wirklich die Reihenfolge gewesen. Aber da habe ich das wohl wirklich falsch in Erinnerung oder so. Naja, passiert. Jetzt will ich aber mal gucken, ob hier irgendwo eine versteckte Box noch ist. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann haben die hier nichts versteckt. Mario! Dieser eklige Kerl geht gerade. Kann ich nun endlich Rainy heiraten? Man, der kann ja kaum mehr erwarten. Oh, ich bin so glücklich.
Rennen wir endlich. Dann können wir in die Suit bleiben und Flitterwochen verbringen. Also gut. Alles klar. Entschuldige uns. Hört alle her. Fangen wir nochmal von vorne an. Bitte wieder reingehen. Und alle gehen so nach und nach. Und dieser kleine Junge zittert ja immer noch. Oh Mann. Irgendwie tut er mir ja leid. Ich meine, sehen wir uns hier nochmal an? Oder was die anderen hier alle jetzt sagen? Dieser Rez, er ist jetzt ein klasse Kerl. Ich halt's nicht mehr aus! Na, und weg ist er. Jetzt geht er wohl wirklich gerade auf Klo. Sie ist so hübsch. Rainy ist so schön. Es ist wunderbar. Psst, leise jetzt. Ja. Ja. Okay, dann machen wir mal Pfarrer. Wir spielen Pfarrer. Möchtet ihr die Hand der Braut nehmen oder des Bräutigams, so sagt oder so antwortet mit ja, bla bla bla. Ist zwar ein bisschen falsch aufgesagt, aber egal. Natürlich, ja. Das ist meine Melodie, meine Weise. Komponiert von dem einen und einzigen Todowski. Und was, wenn ich meine Komposition mit einmische? Hey, was machst du da? Ich wollte nur mal probieren, wie das ist, da drauf zu springen. Was ist falsch daran? Ich wollte auch mal meinen Spaß haben. Das ist einfach nur cool, was es hier alles in diesem Spiel gibt. Und die zwei warten noch, die wollen als nächstes hier heiraten. Wir sind die Nächsten. Ich wünschte, wir würden sie nicht beeilen. Wir haben nun schon 30 Minuten gewartet. Ach, länger noch nicht, das geht ja noch. Okay, sind die beiden hier immer noch am Kuchen machen? Ja, sie machen einen neuen Kuchen. Warum liegt mir denn nicht auch hier lebendig? Dieser Kuchen ist nicht lebendig. Keine Sorge, Chef-Torte. Sie werden das lieben. Naja, wie auch immer. Okay, genug von dieser Torte. Wir gehen jetzt wieder raus. Wir können jetzt nämlich endlich dieses Marymore verlassen. Aber vorher würde ich sagen, lass wir uns einmal knipsen. Ich bin der beste Fotograf hier. Möchtest du ein Hochzeitsfoto? Schatz, geh bitte nicht ganz so weit weg. Wir sind endlich Mann und Frau. Beruhige dich. Wäre doch so... wäre doch schon Skisaison. Wie, jetzt? Oh Gott, bitte nicht. Ich wünsche den beiden ein schönes Leben zusammen, ohne viel zu streiten. Oh Mann, ist es vorbei? Ich hasse fotografiert werden. Na gut, lassen wir uns auch mal mit fotografieren. Okay, kommt etwas näher. Ja, stopp. Bereit? Alles klar. Eins, zwei... Hey, du da! Warum schaust du so? Das hier ist kein Begräbnis. Okay. Bei drei musst du sagen. Oh Gott. Wie viele A's. Okay, das war auf jeden Fall unser Foto. Leider können wir das nie einsehen. Ist ein bisschen schade. Das hätten sie irgendwie machen können, dass man sozusagen ein Foto davon noch sieht. Dafür, dass man sich halt abknipsen lassen. Aber irgendwie leider nicht. Gut, was passiert, wenn wir jetzt hier hingehen? Mario! Achso, toll. Ich habe übersehen. Mario, der Kanzler wartet. Gehen wir zu ihm zurück, okay? Eigentlich wollte ich noch nicht gehen. Mario! Achso, Mario! Der Kanzler ist krank vor Angst um uns. Du hast ihn ja gesehen. Komm, wir gehen. Noch nicht, ich will noch nicht gehen. Mario! Wenn wir die Prinzessin nicht zurückbringen, werden wir der Entführung beschuldigt. Nö? Mario! Wow, alles gut, Bowser? Niemand, niemand entführt die Prinzessin außer mir! Das wäre nicht einfach nicht richtig. Bringen wir sie nach Pilzkönigreich zurück, wo sie hingehört. Vergiss es! Alles gut mit euch? Ja, ist ja gut, das reicht schon. Na gut. Ja, aber vorher wollte ich noch ein bisschen was erledigen. Wollen nämlich nochmal gucken, wobei hier finde ich nichts mehr. Das Einzige, was ich hier machen könnte, wäre speichern, oder hast du noch irgendwas anderes? Ist das nicht prächtig? Dieser Ort ist der Himmel für Reiche und Berühmte. Naja, das wissen wir ja schon. Sonst gibt es hier keine Box mehr versteckt oder so. Aber was soll's. Wir wollen weiter, wir wollen schließlich noch die Welt sehen. Mit diesem Spiel. Aber nach Fragezeichenboxen wollen wir auch noch Ausschau halten. Momentan scheint es nicht wirklich besonders viel zu bringen. Schade, diesen Kopf kann ich nicht benutzen. Und manchmal könnte es ja wundervoll bringen. Okay. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir Marymore jetzt endlich abgeschlossen. Gehen jetzt nach Pilzkönigreich zurück und bringen Peach dahin zurück, wo sie hingehört.
Natürlich in dem Fall mit einer Mega-Abkürzung. Scheint erstmal nicht, dass ich immer so machen kann. Naja. Also gut. Hier haben wir immer noch diesen Toadie rumrennen. Moment, war hier nicht auch noch irgendwas? Ich will jetzt mal was gucken. Ich krieg's nicht hin. Das Timing ist auch wirklich fies. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich auch noch irgendwo etwas, eine versteckte Box war, wenn ich irre. Ach man, ich vergiss es. Nee, das ist mir zu blöd. Da komme ich nicht mit. Okay Leute, dann würde ich sagen, werden wir Peach im nächsten Video abliefern. Aber erstmal hören wir zu, was Toad sagt. Mario, du bist zurück. Und du bist auch noch ganz. Ja, was denkst du denn? Prinzessin! Ich bin wieder daheim. Dank Mario und weiteren tollen neuen Freunden. Sie haben mich gerettet. Gehen wir zum Kanzler. Los. Komm Mario, lass mir den Kanzler nicht warten. Ja, aber erst im nächsten Video werden wir den Kanzler aufsuchen. Deswegen verabschiede ich mich hier. Und beim nächsten Mal werden wir sehen, wie der Kanzler sich freuen wird. Naja, warten wir es ab, Leute. Bis dahin, auf Wiedersehen.